15. Januar 1990. Die Operation Desert Storm begann nach einer gewaltigen Bereitstellung alliierter Streitkräfte für den Einsatz gegen den Irak. Tausende irakischer Panzer- und Artilleriegeschütze sowie Hunderte von Flugzeugen und diverse Transporteinheiten wurden durch den taktisch koordinierten Einsatz der Kampfflugzeuge binnen weniger Tage um etwa die Hälfte dezimiert. Seit dem ersten Einsatz von Flugzeugen als Kampfmittel spielten die taktischen wie auch die strategischen Gesichtspunkte in den Stäben der Operationsplaner eine entscheidende Rolle. Taktische Angriffe werden mit dem Ziel geflogen, den Gegner in seinen eigenen Stellungen entscheidend zu treffen. Der Sinn strategischer Angriffe besteht darin, den Gegner in seinen Bereitstellungsräumen, seinen Aufmarschgebieten und an entscheidenden Punkten seiner Nachschubverbindungen und kriegswichtigen Industrien zu stören oder diese ganz zu unterbinden. Die Durchführung von Flächenbombardements ist seit jeher umstritten. Ihr Nutzen ist nur gering. Kriegsentscheidend jedoch ist der Einsatz von Kampfflugzeugen, die Punktziele mit Bomben oder Marschflugkörpern gezielt bekämpfen und den Gegner so an wichtigen Positionen seiner Aufstellungen stören. November 1911. Der italienische Pilotleutnant Cavotti wirft die ersten 4 Fliegerbomben während eines Luftangriffes auf türkische Truppen. Obwohl die Bomben nur wenig Schaden anrichteten, kam es zu Protesten der türkischen Regierung und zu einer Diskussion in der Öffentlichkeit über die Ethik eines Bombenkrieges aus der Luft. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahre 1914 wurde das Flugzeug zunächst von den meisten Militärführern als reines Aufklärungs- und Beobachtungsmittel angesehen. Die Besatzungen hingegen begannen damit, ihre Flugzeuge zu bewaffnen. Sehr schnell erkannten die Kriegsgegner die dadurch entstehende Kampfkraft der Flugzeuge und die damit verbundenen neuen Einsatzmöglichkeiten. Schon bald wurden Kampfgeschwader zusammengestellt, die man dann als Jäger bezeichnete. Es kam sehr schnell zu Luftkämpfen, in denen jeder der Kontrahenten um die Luftherrschaft rang. Die Piloten begannen auch damit, Taktiken für die verschiedensten Angriffsarten zu entwickeln. So entstand schon ziemlich früh die Idee des Tieffliegerangriffes. Ebenfalls stürzte man sich aus größerer Höhe auf Truppenansammlungen oder Fahrzeugtrosse des Feindes, um diese dann mit Bordwaffenbeschuss während des Überfluges zu bestreichen. Der kanadische Pilot Billy Bishop, ein Fliegerass des Ersten Weltkrieges mit 72 Abschüssen, sagte einmal: "Für mich schaute die Infanterie unter mir immer aus wie Blechsoldaten. Es war, als ob sie nur ein Spiel spielten da unten. Es erschien mir immer, als wenn ich mich in einer anderen Sphäre bewegen würde." Die Jagd- und Kampfflieger des Ersten Weltkrieges konzentrierten sich bei der Bekämpfung von Bodenzielen auf MG-Nester, Nachschubstraßen und Artilleriestellungen sowie Truppenbewegungen. Auch wenn die kleinen Flugzeuge im Vergleich zu späteren Kriegen nur einen relativ geringen Schaden beim Gegner anrichten konnten, so blieb in jedem Fall die psychische Belastung der Angegriffenen nachhaltig.
Die rasant fortschreitende Entwicklung in der Flugzeugtechnik brachte alsbald neue Typen zutage. Die britische de Havilland DH-4 und die deutsche Junkers CL-1 wurden extra gebaut für die Bekämpfung von Bodenzielen auf den Schlachtfeldern. Im Jahre 1917 entwickelte der englische Pilot William Henry Brown eine Technik, mit der es möglich wurde, Bomben aus einem fast senkrechten Sturzflug abzuwerfen. Diese Methode wurde in der Folgezeit als Sturzkampfbombardierung bekannt und gefürchtet. Bis zum Ende des Ersten Großen Krieges hatten sich bereits rund 8000 Flugzeuge einen erbitterten Kampf um die Luftherrschaft geliefert. Das Flugzeug als neues, modernes Kampfmittel war künftig nicht mehr wegzudenken. Es wurde zum festen Bestandteil der operativen Planung. Es entstand die eigene Waffengattung, die Luftwaffe. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg beschleunigten die Siegermächte die Entwicklung und den Bau von Kampfflugzeugen. In den USA und England vertraten Männer wie Hugh Trenchard, Offizier der neu gegründeten Royal Air Force, und Billy Mitchell vom US Army Air Corps das Konzept eines strategischen Luftkrieges. Beide waren davon überzeugt, dass nur die Vernichtung der Zivilbevölkerung und die gezielte Zerstörung von Industrieanlagen durch Bombenangriffe einen möglichen Feind zur Kapitulation zwingen konnte. In England war der Einfluss Trenchards so groß geworden, dass die Royal Air Force mittlerweile eine taktische Unterstützung der Heeresverbände durch Flugzeuge nicht mehr in ihrer operativen Planung berücksichtigte. Ein wesentlicher Schritt zur Selbstständigkeit einer neuen Waffengattung. Billy Mitchell, der Air Force-Offizier, empfahl nun den Bau einer Flotte billiger Langstreckenbomber, die seiner Meinung nach in der Lage wären, einen möglichen Feind mit einem großen Schlag zu vernichten. Die Wirkung seiner Bombenflugzeuge wies er anhand von Testangriffen auf ausrangierte oder erbeutete alte Linienschiffe vor der Küste von Virginia nach. Während der Kämpfe in Mexiko, Nicaragua und Haiti Mitte der 20er Jahre erkannte die US Navy und das Marine Corps die militärische Bedeutung der taktischen Luftunterstützung. Die Piloten der Navy näherten sich ihrem Ziel in ca. 3000 Meter Höhe, gingen über den feindlichen Stellungen in einen 70 Grad steilen Sturzflug über und lösten ihre Bomben genau über dem Ziel aus. Bedingt durch die Erfolge dieser neuen Angriffstechnik begann man nun damit, ein speziell für solche Angriffe geeignetes Flugzeug zu entwickeln. Die Curtiss O2C-1 Helldiver wurde das erste Sturzkampfflugzeug der amerikanischen Marine. Während in den USA die Entwicklungen der Marineflieger kaum beachtet wurden, interessierte sich das deutsche Fliegerast des Ersten Weltkrieges, Ernst Udet, sehr für diese Entwicklung. Er war inzwischen zum Leiter der technischen Abteilung des neu gegründeten Reichsluftfahrtministeriums ernannt worden. Während einer Reise im Jahr 1933 zu einem Flugrennen in Cleveland wurde Ernst Udet von den Sturzflugeigenschaften der Curtiss-Wright F6C-4 Hawk so beeindruckt, dass er zwei Maschinen dieser Baureihe für $23.000 erwarb und sie nach Deutschland überführte. Nach einer langen Testreihe mit der Hawk setzt sich Udet dann für den Bau eines Sturzkampfflugzeuges für die junge deutsche Luftwaffe ein. Die U-87, der legendäre Stuka, war das krönende Ergebnis seiner Arbeit. Der erste Prototyp, die U-87V1, startete am 17. September 1935 zu ihrem Jungfernflug. Nach einigen Verbesserungen ging die Maschine dann im Jahre 1937 in die Serienproduktion.
Dank ihrer Fähigkeit, eine Bombenladung von maximal 1800 Kilogramm aus einem Sturzflugwinkel von 80 Grad punktgenau ins Ziel zu werfen, wurde die Ju-87 das beste Sturzkampfflugzeug ihrer Zeit. Im Jahre 1938, während des Spanischen Bürgerkrieges, flogen die Stukas bei der Legion Condor ihren ersten Kampfeinsatz. Ermutigt durch die Erfolge dieser Maschinen, konzentrierte sich die deutsche Luftwaffe nun auf den taktischen Luftkrieg. Die Kämpfe der Japaner in der Mandschurei und der Italiener in Abessinien bewiesen ebenfalls, dass die taktische Luftunterstützung auf dem Schlachtfeld sogar den Sieg herbeiführen konnte. Die führenden Militärs der USA und Englands konzentrierten sich trotz dieser klaren Erkenntnisse immer noch auf den strategischen Luftkrieg. Das britische Luftfahrtministerium erklärte sogar im Jahr 1939 die taktische Luftunterstützung für überflüssig. Im Deutschen Reich wird die Luftwaffe nach taktischen Gesichtspunkten ausgerichtet. Der Einsatz weitreichender strategischer Bomberflotten wird nicht forciert. Im Frühjahr 1938 stehen bereits Geschwader mit Schlachtflugzeugen für den taktischen Einsatz an Brennpunkten zur Verfügung. Während des Polenfeldzuges im September 1939 sind die Stukas das beherrschende Element des taktischen Luftkrieges. Im Sommer 1939 hatte sich die politische Lage in Europa weiter zugespitzt. Alle Versuche, das deutsch-polnische Verhältnis auf friedlichem Wege zu lösen, waren gescheitert. 1. September 1939. Die Kampfhandlungen zwischen dem Deutschen Reich und Polen haben begonnen. Die Stukas werfen die ersten Bomben des Zweiten Weltkrieges. Wo immer sich feindliche Truppenansammlungen oder Kräfte des Gegners konzentrieren, schlagen die Ju-87 die Breschen in die Reihen des Gegners. Die deutsche Luftwaffe beherrscht von Anfang an den Luftraum über Polen. Unter dem wirksamen Schutz eigener Jagdfliegerverbände können die Kampfgeschwader der Luftwaffe im taktischen Zusammenspiel mit den schnell vorrückenden Heeresverbänden alle polnischen Aktionen bereits im Ansatz zunichte machen. Die überalterte und taktisch antiquierte polnische Armee hat den modernen deutschen Truppen nichts entgegenzusetzen. Nach nur 26 Tagen ist der Kampf beendet. Polen kapituliert vor den Deutschen und den Sowjets. Bereits nach den ersten Kriegswochen erhielt der Stuka den Spitznamen Fliegende Artillerie. Die Sturzflugbremsen der Ju-87 erzeugten während eines Angriffes ein charakteristisches, heulendes und angsteinflößendes Geräusch, das durch eine Sirene unter dem Bauch der Maschine noch verstärkt wurde. Die psychologische Wirkung auf die Gegner war ungemein groß. Häufig flohen polnische und später sowjetische Soldaten aus ihren Stellungen, wenn sie das Heulen der Stukas vernahmen. Am 9. April 1940 beginnt das Unternehmen Weser-Übung. So lautet der Deckname für die Besetzung Norwegens und Dänemarks. Die deutschen Truppen kommen dem britischen Invasionsheer nur um ganze 24 Stunden zuvor. Da in beiden Ländern so gut wie kein Widerstand geleistet wird, kommt es nicht zu größeren Einsätzen der Luftwaffenverbände. Am 10. Mai 1940 beginnt dann der Westfeldzug gegen die Niederlande, Belgien und Frankreich. Bei diesem Kampf stehen sich gewaltige Massen von Heeresverbänden auf beiden Seiten gegenüber. In dieser klassischen Variante des Erdkampfes spielen die Stukas eine ganz wichtige taktische Rolle. In Zusammenarbeit mit den 10 deutschen Panzerdivisionen werden die Luftangriffe sowohl taktisch wie auch strategisch koordiniert. Die Ju-87 greifen nicht nur Infanterie- und Panzerverbände wirkungsvoll an, auch Kriegsschiffe aller Art werden von ihnen im Sturzkampf bekämpft.
Sie zerschlagen auch immer wieder gegnerische Verbände auf dem Anmarsch ins Kampfgebiet oder in ihren Bereitstellungsräumen. Es ist überhaupt das erste Mal, dass Schlachtflugzeuge im gemeinsamen Zusammenwirken mit Heeresverbänden nach einem übergeordneten Operationsplan agieren. Im Juni 1940 war der deutsche Sieg über Frankreich vollkommen. Deutsche Truppen ziehen in der Hauptstadt Paris mit klingendem Spiel über die Champs-Élysées. An den militärischen Erfolgen des deutschen Heeres im Polen- und Frankreich-Feldzug hatten die Stukas einen ganz entscheidenden Anteil. Im Gegensatz zu den Briten und Amerikanern hatten die Deutschen die taktischen Einsatzmöglichkeiten von Kampfflugzeugen voll erkannt und sich zu Nutzen gemacht. Dezember 1941. Japanische Kampf- und Jagdflugzeuge starten von den Decks ihrer 6 Flugzeugträger, um den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor anzugreifen. Die Aichi D-3A Val war der erste japanische Sturzkampfbomber. Er bildete das Rückgrat der Angriffsverbände. Die Val war kein klassischer Stuka wie die deutsche U-87. Bei diesem Flugzeugtyp handelte es sich im Grunde um eine Mischung aus einem Jagd- und Kampfflugzeug. Die US-Pazifikflotte wurde durch den japanischen Angriff schwer getroffen. Die wichtigen Flugzeugträger jedoch waren zum Zeitpunkt des von Roosevelt vorsätzlich provozierten Angriffes genau aus diesem Grund nicht im Stützpunkt. Propagandistisch gesehen war der japanische Überfall ein großer Erfolg, bot er doch Roosevelt die willkommene Gelegenheit zum längst gewollten Kriegseintritt. Militärisch hingegen war die japanische Attacke ein Schlag ins Leere, die zum Bumerang werden sollte. Die entscheidenden Flugzeugträger wurden ebenso wenig getroffen wie die riesigen Treibstofflager. 4. Juni 1942. Während der Schlacht bei Midway entdeckt eine Staffel SBD Dauntless Sturzkampfbomber unter der Führung von US Navy Lieutenant Commander Wade McCluskey zufällig 4 japanische Träger. Die Japaner munitionierten und betankten gerade ihre Flugzeuge auf den Flugdecks, um einen weiteren Angriff auf die US-Träger zu starten. In diesem Moment größter Verwundbarkeit erfolgte der zufällige amerikanische Angriff der Sturzkampfbomber. Binnen weniger Minuten gelang es den Dauntless, 3 der japanischen Flugzeugträger zu versenken und den 4. schwer zu beschädigen. In Europa begannen die Alliierten 1942 einen uneingeschränkten strategischen Bombenkrieg. 4 motorige Langstreckenbomber drangen tief in das Gebiet des Deutschen Reiches ein und warfen ihre Bomben auf deutsche Städte und legten diese nach einem vorgefassten Plan systematisch in Schutt und Asche. Nach internationalem Völkerrecht gilt der Luftangriff gegen Städte als Kriegsverbrechen. Hunderttausende Zivilisten fanden hierbei einen sinnlosen und überflüssigen Tod. Die Ziele der alliierten Bomberflotten waren zumeist Frauen, Kinder und alte Leute. Industrieanlagen, Eisenbahnknotenpunkte und militärische Ziele wurden in den meisten Fällen mit Kampfflugzeugen kleiner Bauart bekämpft. Die deutsche Kriegsproduktion konnte durch die Bomberflotten nicht unterbunden werden. Im Gegenteil, im Jahre 1944 erreichte die deutsche Rüstungsproduktion ihren absoluten Höchststand. 6. Juni 1944. Die alliierte Landung in der Normandie beginnt. Starke Luftwaffenverbände aller Art unterstützen die Anlandung der Truppen. Weder die Amerikaner noch die Briten besaßen einen Flugzeugtyp, der speziell für Luftbodenangriffe, also für Sturzkampfattacken, konzipiert war. Aus diesem Grund wurden diese Angriffe von reinen Jagdflugzeugen,
wie zum Beispiel die Hawker Typhoon oder die Republic P-47 Thunderbolt ausgeführt. Diese Jagdbomber beschossen Ziele aller Art, vor allem mit ihren Bordwaffen. Neben ihrer normalen Bewaffnung konnten diese Jagdbomber unter den Tragflächen Luft-Boden-Raketen mit sich führen. Eine Salve dieser Flugkörper hatte in etwa die gleiche Zerstörungskraft wie die Breitseite eines Kreuzers. Vor allem Panzer- und Infanteriestellungen konnten mit den Raketen sehr effektiv bekämpft werden. In den wenigen Jahren, die seit der Beendigung des Ersten Weltkrieges vergangen waren, hatten die Luftstreitkräfte immer mehr an Bedeutung gewonnen. Der Zweite Weltkrieg wurde bereits durch das Flugzeug entschieden. Die Luftherrschaft war für alle Kriegsschauplätze ausschlaggebend. Die Zerstörungskraft der neuen Waffe war von ungeheurer Wirkung. Der Jubel der Menschen über die Beendigung des Zweiten Weltkrieges war noch nicht richtig verklungen, als bereits wieder die Waffen sprachen. Am 25. Juni 1950 überfiel das kommunistische Nordkorea seinen südlichen Nachbarn, das freie Südkorea. Sowjets und Amerikaner unterstützten die Kriegsparteien nicht nur mit Waffenlieferungen. Auch sowjetische und amerikanische Flieger kämpften gegeneinander. Vier motorige Transportmaschinen dienten im Koreakrieg als fliegende Kommandostände. Kleine, einmotorige Beobachtungsflugzeuge flogen täglich in festgelegten Aufklärungsstreifen und überwachten die Bewegungen des Gegners. Ihre Erkenntnisse gaben sie sofort an die Jagd- und Kampfverbände weiter. Diese operierten dann auf die erkannten Ziele. Die Jagdbomber setzten verstärkt Napalmbomben zur Bekämpfung der erkannten Bodenziele ein. Diese furchtbare Waffe explodierte am Boden. Es entstand ein gewaltiger Feuerball, der bis zu 2000 Grad Celsius Hitze erzeugte und alles, was sich im näheren Umfeld befand, verschlang. Da sich der Koreakrieg zu einem Stellungskrieg entwickelt hatte, wurden verstärkt Bombeneinsätze gegen die Bodentruppen des Gegners geflogen. Hierbei wurden bevorzugt neben Spreng- und Splitterbomben auch Raketengeschosse von Tieffliegern eingesetzt. Die Kriegsführung wurde durch die ständig fortschreitende Technik immer erbarmungsloser und grausamer. Die neuen Waffensysteme wurden immer komplizierter, teurer und schwerer. Um die Schlagkraft von Kampfflugzeugen weiter erhöhen zu können, mussten nun völlig neue Typen konstruiert werden. Die Lockheed F-80 Shooting Star war ein Vertreter dieser neuen Flugzeuggeneration. Am Ende des Zweiten Weltkrieges erbeuteten die Amerikaner große Teile der deutschen Flugzeugrüstung. Hierzu gehörte auch der Bau und die Entwicklung von Düsenflugzeugen.
Diese den Amerikanern weit vorauseilende Technik wurde nun von ihnen als Grundlage für den Aus- und Weiterbau der Strahltriebwerke unter Einbeziehung zahlreicher deutscher Flugzeugkonstrukteure genutzt. Das Düsenflugzeug und seine Einsatzmöglichkeiten wurden nun immer mehr perfektioniert. Die Maschinen wurden immer schneller und ihre Kampfkraft immer effektiver und damit vernichtender. Am 4. August 1964 begann der Krieg in Vietnam. Eine luftunterstützende taktische Kriegsführung durch Kampfflugzeuge war aufgrund der örtlichen Gegebenheiten praktisch unmöglich, da es keine feste, sichtbare Frontlinie gab. Die Dschungellandschaft Vietnams mit dauernd wechselndem Wetter war für diese Art der Kriegsführung vollkommen ungeeignet. Die einzige Möglichkeit, aus der Luft Bodentruppen wirkungsvoll unterstützen zu können, bestand im Einsatz von Helikoptern. Die Bell UH-1 Huey war ein vielseitiger Hubschrauber, der als Truppentransporter, zum Krankentransport, als Nachschub- und Verpflegungsmaschine und auch als Kampfhubschrauber eingesetzt werden konnte. Die UH-1 verfügte über zwei an den Kufen befestigte 7,62 mm Maschinengewehre. Als Raketenbewaffnung dienten 30 mm Werfer. Zur Seitenverteidigung des Helikopters wurde in jeder Tür auf einem schwenkbaren Rahmen je ein M60 Maschinengewehr befestigt. Am 29. August 1967 erschien ein neuer Kampfhubschrauber auf dem vietnamesischen Kriegsschauplatz, die AH-1G Cobra. Einmal über dem Ziel angekommen, arbeitete die Maschine eng mit den Bodentruppen zusammen. Ihre enorme Feuerkraft führte alsbald dazu, dass sie der Vietcong Fliegender Tod nannte. Ende 1970 hatte die US Army fast 4000 Hubschrauber der verschiedensten Typen in Vietnam stationiert. Die enorme Beweglichkeit der Hubschrauber, die Tatsache, dass sie fast überall landen konnten und ihre erhebliche Feuerkraft hatten eine neue Waffe entstehen lassen. Sie waren der verlängerte, schützende, helfende und schließlich rettende Arm der Bodentruppen. Mit dem Beginn des Computerzeitalters wurde eine neue Generation von Waffensystemen entwickelt. Lasergesteuerte intelligente Bomben wurden nicht mehr durch den Menschen, sondern durch einen Computer ins Ziel gelenkt. In den späten 80er Jahren des 20. Jahrhunderts waren präzisionsgesteuerte intelligente Waffensysteme voll entwickelt. Moderne Jagdbomber wie die F-117 Stealth, die nicht mehr durch Radar geortet werden kann. Die F-15E Strike Eagle. Und Helikopter wie die AH-64 Apache verhalfen der US Air Force zu einem enormen technologischen Vorsprung gegenüber ihren militärischen Konkurrenten.
Seit dem Vietnamkrieg hatte die US-Armee damit begonnen, ein neues Konzept für den Einsatz von Bodentruppen zu entwickeln. Heeresverbände und diverses Kriegsgerät wurden mittels Hubschrauber tief ins Hinterland des Feindes geflogen und dort abgesetzt. Nachtsichtgeräte und die elektronische Überwachung der Feindgebiete sollten die vollkommene Kontrolle über den Gegner ermöglichen. August 1989. Der Irak marschiert in Kuwait ein. Die Vereinigten Nationen verlangen daraufhin den sofortigen Rückzug der Invasoren. Saddam Hussein, der irakische Staatsführer, weigert sich, dieser Aufforderung nachzukommen. Ein gestelltes Ultimatum lässt er ergebnislos verstreichen. Die Alliierten beginnen nun mit dem Zusammenziehen von Streitkräften. Am 16. Januar 1990 führen 8 AH-64 Apache-Helikopter der 101. Luftlandedivision den ersten Angriff gegen den Irak. Ihr Auftrag ist die Zerstörung von 2 Radarstationen westlich Bagdad. Der Apache erreicht 306 Kilometer Maximalgeschwindigkeit, eine vertikale Steiggeschwindigkeit von ca. 850 Metern pro Minute. Der Helikopter kann Loopings und sogar rückwärts fliegen. Der Helikopter ist mit einem 30 mm Kettengeschütz bis zu 76 Faltflossenraketen und lasergesteuerten Marschflugkörpern Hellfire ausgerüstet. Diese erreichen eine Geschwindigkeit von Mach 1,7. Das Steuerungssystem für die Zielerfassung ist nahezu unfehlbar. Der zweisitzige Apache ist der erste Hubschrauber, der alle wichtigen Flugdaten und die Zielerfassung im Visier des Piloten sichtbar macht. Um 2.38 Uhr lokale Ortszeit erreichen die Helikopter ihr Ziel im Irak. In weniger als 2 Minuten liegen die beiden Radarstationen in Schutt und Asche. Die A-10 Thunderbolt II ist ein Tiefkampfflieger. Innerhalb ihrer Klasse hat sie im Vergleich zu anderen Maschinen von allen die größte Zerstörungskraft. Ihre Bewaffnung besteht aus folgenden Waffensystemen. Im Bug befindet sich ein 2 Tonnen schweres, siebenläufiges rotierendes 30 mm Geschütz. Pro Sekunde können bis zu 70 Schuss abgefeuert werden. Musik.
Die Thunderbolt II kann auch bis zu 18 250 Kilogramm Bomben tragen. Eine besonders gegen Panzer effektive Waffe ist die elektronisch gelenkte AGM-65 Maverick-Rakete. Sie kann jeden Panzer vollständig zerstören. Die E-8 E-Star ist ein Kommandoflugzeug. Sie verfügt über ein computergesteuertes Seitenradar und sucht damit auf dem Boden nach Nachschubkolonnen, Panzern und Geschützstellungen. Nach der Zielauffassung leitet die E-Star dann die Kampfflugzeuge an den Feind heran. Die einzigen Ziele, die von den alliierten Luftstreitkräften erfolglos angegriffen wurden, waren die irakischen Kommandobunker. Im Oktober 1990 begann man deshalb auf der US Air Force Basis Eglin in Florida, eine Bombe zu konstruieren, die diese rund 30 Meter tief im Wüstensand mit einer ca. 7 cm dicken, extra gehärteten Betonschicht verborgenen Bunker knacken konnte. Die GBU-28, so die Bezeichnung der Bombe, hatte ein Gewicht von 2350 Kilogramm. Damit war sie die größte lasergesteuerte Bombe im US-Arsenal. Am 24. Februar 1991 beginnt die alliierte Bodenoffensive gegen die irakische Armee. 2000 Soldaten der 101. US-Luftlandedivision beziehen im Inneren des Irak Stellung. Sie befinden sich 80 Kilometer hinter den feindlichen Linien. Ihr Umfeld wird weiträumig von Apache-Helikoptern gesichert und bekämpft. Die Artilleriekämpfe der Bodentruppen beginnen sich zu intensivieren. Zwei Thunderbolt II erfassen einen irakischen Panzerverband. Sie schießen an diesem Nachmittag 23 Panzer aus der Kolonne. Am Ende des Tages sind insgesamt 270 irakische Panzer vernichtet. Saddam Hussein befiehlt seinen Truppen daraufhin den Rückzug aus Kuwait. Die alliierten Kampfverbände setzen den irakischen Truppen nach und zerstören große Mengen von Fahrzeugen aller Art und brechen der Armee das Rückgrat.
Am 24. Februar 1990 findet auf einem US Air Force Testgelände in Nevada der erste Test der GBU-28-Bombe statt. Sie durchschlägt mühelos ca. 35 Meter Boden. Bereits zwei Tage später, am 26. Februar, werden die ersten beiden Bomben in den Persischen Golf geflogen. Bei einem weiteren Test durchschlägt die Bombe sogar 7 Meter gehärteten Beton. Im Persischen Golf werden die beiden Bomben auf F-111 Jagdbomber verladen. Drei Stunden später befinden sich die Maschinen bereits über dem Ziel, einem Bunker nördlich von Bagdad. Die erste Bombe wird in großer Höhe ausgeklinkt. Sie verfehlt jedoch ihr Ziel. Die zweite Bombe jedoch trifft und zerstört den Bunker. Bereits 6 Stunden nach dem vernichtenden Einschlag der Bombe kapitulierte offensichtlich um seine Sicherheit besorgte irakische Diktator. Die GBU-28 hat entscheidend zur Beendigung des Golfkrieges beigetragen. Am 28. Februar 1991, nur 100 Stunden nach dem Beginn der Landoffensive, ist der Krieg beendet. Was war geschehen? In einem der kürzesten Kriege der Geschichte wurden einem Staat in nur 39 Tagen durch den taktischen Einsatz von Flugzeugen alle Möglichkeiten der Kriegsführung zunichte gemacht. Die Idee taktischer Luftangriffe hat den Ersten Weltkrieg beeinflusst und den Zweiten entschieden. Die Perfektionierung der Waffensysteme verleiht den Kampfflugzeugen neuester Generation eine kriegsentscheidende Macht. Ihre Waffen des Schreckens entfalten eine alles zerstörende Kraft, an deren Ende immer nur die totale Vernichtung stehen kann.